Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid. But you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Okay. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Zugwaggon. An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Keep walking, kid. Keep walking. Blood. Blood spot. Taste iron. Punk. Okay. God. Again? What do you want, kid? Ach, guck mal. Lass mich rein und zwar sofort. Das wäre. Aha. Die Mühle der Motorrad weggehen. Ich versuch's mal mit deinem Motorrad. Is that your bike over there? Yep. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? Die Mühle? This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Yep, no. Are you kidding? You should probably just go. Du hast eine Widerwort-Herausforderung begonnen. Ach du Scheiße, okay, was kommt jetzt? I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. Den Türstopper überzeugen. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Achte für eine erfolgreiche Herausforderung daran, was dein Gegenspieler sagt. Wähle eine Antwort. Keine Schlafen. Ach du Scheiße, Kacke. Wartet mal ganz kurz. Ah. Oh, isn't it past yours? Real cute. But I still don't know you. Ich weiß trotzdem nicht, wer du bist. Achte wieder auf die Worte deines Gegenspielers. Es ist niedlich, ich weiß trotzdem nicht, wer du bist. Niedlich ist relativ niedlich, ist es nicht. Ah. Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonja riding a panzer tank. Das ist interessant, ey. Okay, kid. I get it. Maybe I am a kid, because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. A girl like you, with pretty, pretty flowers on her bicycle, shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan... Ah, wie gut. Look, my boss decides who gets in, all right? Is your boss your mom? Follow up. Do you live in your boss's basement? You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're alright, kid. Go on. Ey, das ist immer unglaublich interessant mit diesen Optionen jetzt, ja? Nicht schlecht, nicht schlecht. Da haben sie sich nochmal schön was einfallen lassen, ey. This is intense. Shit. Hey, Delia, come. Delia, you dog.
scream, don't touch my sword with dirty hands. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. Guck uns mal den Popol an. Mal streicheln? What's her name? Delia. No. No, es ist süß. She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. Okay, gucken wir uns mal hier das besoffene Kind an. Sober up, girl. You're missing the show. Ja, gut. Gravity! Damon Merrick again? Who is this guy? Okay. Schild, T-Shirt. Lass mich mal schauen. Das ist eine Handbremse. Remember to forget where the kids that your parents warned you about. If you think this is bad, you see what... Frank! Frank Bowers? What is he doing here? Überall sie alle! Ja, Mann! Yo, Frank! Hey! Hey, yo, dude! Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup. Studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? God, the internet. How else? Seriously? Fucking kids. So, you come here a lot, or...? Yeah. Right. It's cool. I'm really glad you approve. Okay, so, you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the 175 bucks you owe me. Ah. Shit. Do I really owe him that much? Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high goodbye. Never mind, then. Suit yourself. Okay. Was? No thanks. I try to avoid hepatitis when I can. Der Moment, wenn auf einmal Google Plays angeht. Was? Oh. Classy. Stilvoll. Zwei Lesben. Das ist doch legitim. So, Dartscheibe ansehen. Reminds me of the way I make important life choices. Zwielichtige Typen. Okay. Okay, wir haben schon mal ein Bier getrunken. Das ist doch schon mal drink etwas. More, feel less. Yes, please. Yes, please. Sie durchboxen. Kündigung? 300 dock workers laid off, their pensions canceled. God, Prescott's a real tool. Okay, lesen. Da. Geehrte Mitarbeiter des Hafenarbeiterverbands von Arcadia Bay, die Prescott-Stiftung, die vor kurzem die Arcadia Bay Marine Corporation als Teil eines Insolvenzverfahrens erstatten hat, hat beschlossen, ihre Arbeitsstelle zusammen mit den Arbeitsstellen aller 307 Mitglieder ihrer Union zu eliminieren. Ja, ich weiß, es ist gerade hier sehr laut, weil ich direkt links neben der Bühne stehe. Außerdem liquidiert die Stiftung alle Fonds der ABMC, eingeschlossen der Rentenkasse der Hafenarbeiter, die als Zahlung gegenüber Verbindlichkeit bewilligt wurde. Beachten Sie, dass Ihr Arbeitsvertrag es Ihnen untersagt, jegliche Firmen, Praktikanten oder Arbeitsweisen, eingeschlossen
der Details dieser Personalabbaus offenzulegen. Viel Glück, mit freundlichen Grüßen, Sean Prescott. Was ein Pisser, Mann! Hey du, Leiche. That's totally me in 5 beers. Das bin ich so nach 5 Bieren. Okay, 3. Okay, 3. Was passiert? Wartet mal. Ich versuch mal was. Ah ne, okay, geht nicht. Kann ich mir die angucken? Sketch Central. Ja, gut. Messer. Sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. Genau das gleiche wollte meine Mama mir nicht zum Geburtstag schenken. Okay, good. So. 20 bucks, baby. 20 bucks? That's robbery. And don't call me baby. Fine. 20 bucks, thief. That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Yeah. War da etwa eine Handbremse? Nein, war da nicht. Tut mir leid, habe ich nicht gesehen. Maybe you shouldn't overcharge. Shit! No, 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 no! No, 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 no! Thanks for playing, Dick. Okay, wir stehen da jetzt gerade hinter. Ihr Gesichtsausdruck ist echt strange teilweise. Ja, das stimmt irgendwie. So ein bisschen, ne? Oh, das ist ne. Nothing sadder than a neglected bong. Eine Bong. Okay, gut. Jetzt aber. Oh, yeah. Sweet, sweet victory. Wir stecken uns das einfach hinten in die Unterhose rein. That's like Entschuldigung. 200 bucks. Sollen wir das Geld stehlen oder sollen wir es liegen lassen? Was sagt ihr dazu? Ja. Ja, genau. Also entweder, wenn wir das Geld stehlen, können wir entweder voll in die Bedrängnis kommen, könnten aber theoretisch die Schulden bei Frank wieder gut machen, weil da haben wir ja irgendwie 175 Dollar Schulden und könnten eventuell ein bisschen Gras von dem abstauben, je nachdem, wie das Spiel sich das so gedacht hat, ne? Ameise, Ampel, Apfel. Das Geld stehlen. Ich glaube, schon mal eine Stimme für A. Ich wäre theoretisch auch für A, einfach um zu gucken, was passiert. Und ich glaube, Chloe ist oder so eine... Ja, im Moment eine kleine Rotzgöre, die eigentlich alles das macht, was sie eigentlich nicht soll, ne? Also ich wäre theoretisch, glaube ich, auch für A. Also machen wir A. Gangster-Brauter. Genau. Also ich drück mal A, ne? Wir nehmen mal. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Holy shit! I'm rich! Sie hat einen Anarchen A im Titel ihres Spiels. Natürlich stiehlt sie es. Ja gut. Dann stiehlt sie es. So, jetzt gehen wir mal zu Frank. Mal schauen, ob der jetzt mit sich reden lässt. She returns. Wie wär's mit etwas Gras? About that weed. Here it comes. Hier ist Bares. Toss in a dime bag and we'll call it square. Hey, hey! What are you waving around this kind of money here for? You really don't think before you act, do you? Nope. So where's my pot? No more loans. I'm not your fucking piggy bank. You're a good piggy man, bank. Frank. No. I'm not. Now beat it, Price. You're cramping my style. I'll see you later. Okay, whatever. Wir haben Gras in der Tasche.